kurz für die, die gerade zulassen, finden, ich habe ein Pyjama an. Wirklich nicht aus Provokation oder so. Aber es ist einfach, wenn du einem Comedian schon die Chance gibst, irgendwo am Morgen auf irgendwo hinzukommen, dann nutze ich sie auch irgendwie aus. Also von dem her kurz mal zu dem. Und genau, ich komme ja aus dem Appenzell Ausserrhoden. Und das ist immer mega krass, um irgendwie eben beim grossen SRF einen Auftritt zu haben. Weil wenn ich einmal in Appenzell Ausserrhoden einen Auftritt habe, ist meistens so ein bisschen, ich weiß nicht, bringst halt so die klassischen drei Themen, oder? Fängst du mal an mit einem guten Inzestwitz. Dann gehst du über und erzählst irgendwie wilde Storys von der letzten Fechschau. Geht einmal ziemlich ab. Und dann, wenn es fertig ist, bringst du ihn zum Schluss noch so einen guten Innerrödlerwitz. Wir machen das recht über die lustig, wie die ganze Schweiz. Ja, dann gehst du dann über auf Zürich. Ich bin ja jetzt, mache ja viele Auftritte auch in Zürich. Und ich muss sagen, viele haben ja Zürich nicht gern, ich auch nicht. Und kritisch zum Zürich sagen. Aber es ist wie wirklich Zürich so eine komische Stadt. Irgendwie, das Kokain ist für mich einfach weißer Schnupf. Und auch sowieso auch die Stadt, die Städte nehmen. Ich habe letztens eine Anfrage bekommen, um einen Auftritt zu machen in Wollishofen für so einen 50. Wollishofen, das klingt doch wie so ein Ort, wo man so schön abschlachtet. Nicht Wollishofen. Oder Spreitenbach. Spreitenbach hat meine Kindheit versaut. Weil ich habe immer das Gefühl gehabt, Spreitenbach ist der Ort, wo man Spreit abfüllt. Einfach, es liegt doch auf der Hand. Aber nein, irgendwie fühlt man nicht irgendwie alles ab, außer die Spreit, habe ich das Gefühl. Und irgendwie das ganze Gestresste. Ich laufe jetzt mittlerweile so schnell, ich wohne ja jetzt in Bern. Und mittlerweile laufe ich so schnell, dass ich einmal so den 20er-Bus im Fusstempo überhole. Und es ist immer so ein bisschen, ich weiß nicht, von der Long Street zu der Langgasse. Das ist immer, oh Gott. Und dann bin ich jetzt eben auch an der Uni. Und es ist nur recht schwierig zum Kollegen finden, muss ich sagen. Also, immer so ein bisschen das Gefühl von allein sein. Eigentlich erlebt man das ja erst mit 30 oder so. Aber Entschuldigung. Nein, es ist wie ein bisschen. Eben, dann bin ich dort und dann bin ich bei meinem zweiten Unitag dort gestanden und habe geschaut, gut, wo hocke ich hin? Alle hocken die Gruppe. Komm, egal, ich hocke jetzt einfach allein hin. Und dann sind so zwei Damen gekommen und habe gedacht, ich biete ihnen doch den Platz. Also ein bisschen ältere Damen, die nicht mehr arbeiten. Und ich habe dann gesagt, ja, sie können gerne zu mir hinhocken. Und sie so, ja, wirklich? Gut, Brigitte, bring noch 5 Stühle. So. Rina, ihrem ersten Unitag mit 18 Jahren um sie herum. Hat mega geholfen bei der Kollegensuche. Dann war es so, gut, ich spreche jemanden an im Saal. Oder? Und dann habe ich gedacht, irgendwie, um die Leute nicht zu verschrecken, sage ich nicht, dass ich aus Appenzell Ausserrhoden komme. Dann bin ich so, ja, hoi, ich bin Rina. Und sie so, ja, Sandra, von wo bist du? Und ich so, ja, nahe St. Gallen. Sie so, ja, wo denn genau? Und ich so, ja, Appenzell Ausserrhoden. Und sie so, oh, nein, wirklich? Krass, wie sehen denn die Leute so aus, die von dort kommen? Und die sagen, ja, alle wie nie, oder? Wieso lachen da drinnen? Spass. Und dann, ist dann also irgendwann, sind wir dann so auf die Nerven gegangen und dann haben sie auch gefragt, ja, gibt es in Appenzell Ausserrhoden wirklich mehr Kühe als Menschen? Und ich bin so, weißt du was, Sandra? Wenn man die dazu zählt, dann ja, dann gibt es mehr Kühe. Ja, das ist genau. Und ich bin ja eigentlich berühmt. So quasi SRF 3 Best Talent. Ich war im Fernsehen, habe eine mäßige Rede gehalten. Und die Leute, die es wissen, wissen es. Und es war dann wie so ein bisschen, wir haben uns in einer Runde vorgestellt. Und ich so, ja, ich bin drin, in meiner Freizeit mache ich ein bisschen Comedy. Und eins so, oh, nein, was? Oh, du bist doch im Fernsehen. Und sie so, ja, voll. Und dann war schon wirklich, nein. Deine Oma hat dich im Fernsehen gesehen. Und ich so, schön. Hat sie Brigitte geheißen? Ich kenne nämlich jemanden. Das ist wirklich ein bisschen stressig. Und das ist halt wie, ich weiß nicht, ich glaube, manchmal sollte ich einfach wieder ein bisschen zurück auf Appenzell gehen und bei meinen Inzestwitz bleiben. Nein, Spass. Aber nein, an dem Punkt sage ich jetzt meistens irgendwie guten Abend miteinander, gehe eins gut trinken, aber ich sage mal noch einen guten Morgen miteinander. Dann habe ich gerade vorgegeben. Du, egal, guten Morgen miteinander, ich bin müde, ich gehe wieder schlafen. Tschüss.